Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs, hier auf Seagaming mit dem Striker. Ja, wir haben uns letzte Folge mal so ein paar Leute hier angeguckt, was eigentlich mega viel Spaß macht. Mach den Daumen. Kamera? Warte mal. Lern für Uni-Eignungstest, Tierpflegerin, okay, wer bist du? Überlebenskünstlerin. Pensions von Verwalterin. Oh, die Verwalterin, okay. Was haben wir hier? Namen am Highschool-Klassentreff. Ach, Klassentreff. Platz warten. Na gut. Ich glaube, bei denen ist nicht viel zu holen. Ah, okay. Das sind nur die Sachen, die man so gerade anvisiert hat, wa? Okay. Kauft häufig Comic-Romane. Na gut. Hat der Taubenscheiße da drauf? Oder? Okay. Nur mal so nebenbei. Wo ist meine Karre? Ich hab die hier hingestellt. Ehemaliger Balletttänzer. Ach komm, scheiß drauf. Gib Kohle her. So, jetzt muss ich irgendwie an mein Auto kommen. Wie komme ich daran? Nee. Quack, quack, quack. Warte mal, was sind denn diese komischen Symbole hier? Was ist das? Ach, das sind Geldautomaten. Alles klar. Das ist der Geldautomat, ist hier um die Ecke. Ah, der kann Deutsch. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Man transferiert quasi auf das Bankkonto oder irgendwie so dazu auf das Bankkonto von denen und dann kann man das alles da, das sammelt sich auch, okay. Also muss man nicht nach jedem Scan jetzt zum Bankautomaten rennen, das sammelt sich alles und man kann es dann so abheben. Also haben wir immer Tash in the Tash, alles klar. Cash in the Tash, so rum. Gott, war der schlecht, aber naja. Was bist du? Wurde kürzlich zwangsgeräumt. Kantinenkoch. Ah, nee, komm. Wir würden mehr interessieren, wo unsere Karre hin ist. Das würde mich jetzt gerade mal so ein bisschen mehr interessieren. Wahrscheinlich sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nun nicht. Ich kann dir auch sagen, dass ich mir einfach eine Karre krallen muss. Das sind ja alle hier. Ach komm, ich nehme den dicken hier. Ah, na, füllt überhaupt nicht auf, ne? Oh, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal. Wie kann ich das Radio ausmachen? Handbremse, Kamera, nach hinten hupen. Nach hinten sehen. Das ist jetzt ein bisschen gay. Smartphone, gerade Profiler, hacken. Sturmwaffe, Sturmausrüstung. Playlist starten, stoppen. Nächster Song. Schauen wir mal, ob das geht. Ah, guck mal. Wie gesagt, die Mucke machen wir erstmal aus. Ich habe da keinen Bock, irgendwie jetzt was zu kassieren. Ja, mal kurz zurück. Ach ja, wir wollen zu diesem dahin, alles klar. Toll, der hätte man auch hinlaufen können. Wusste nicht, dass das so merke ist. Machen wir es mal ein bisschen normal. Relativ. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Hallo Schnecksche.
Wenn Sie das CTOS ein, wenn das CTOS ein potenziellen Verbrecher, ein potenzielles Verbrechen, so meine Fresse, erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet, haben wir. Benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht erkennen, entdecken, Entschuldigung. Warten Sie auf das auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Na gut. Kann mir schon fast denken. Das ist aber schon wirklich krass, dass du wirklich zu jedem Menschen hier in der Stadt wirklich irgendwas hast, ne? Hier besucht Single-Partys. Ja, das glaube ich auch irgendwie. Freiwilliger Helfer in der Suppenküche oder... Ja, wieder Suppenküche. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Ein Polar als Auto. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Einmal um die Ecke. Einmal da hinten hin. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Ich muss wegspringen. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Stoppen. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du's. Wir sind... Gefällt dir die Show? Oh mein Gott, von dich krieg ich. Alter, willst du mich verarschen? Wo willst du hin? Waffe wegstecken. Wo ist er? Ich frage nur, wie lange ich Ausdauer habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass gleich erstmal ordentlich. Nein! Ich will nicht! Nein, 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 nein. Ja, ist ja schön, dass ihr entkommt. Jetzt habe ich aus Versehen eine Kamera gehackt. Ich bin noch nicht so ganz vertraut damit, tut mir leid. Alter, rotz euch auf der Straße hier einfach. Rutscht man ja aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich krieg. Alter, was denn für eine Ausdauer unser Typ hat. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich krieg. Komm, 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 komm. Alter Schwede. Ach, cool. Au, au, aua. Ruf verbessert. Interesting. Opfer unverletzt. Alles klar. Neue Fähigkeit schon? So schnell geht das? Na gut, ist noch Anfangslevel, ne? Hacken oder Kampf? Was haben wir denn bei Hacken noch alles so Schönes? Da können wir was machen. Hochbahnsteuerung. Punkte kosten. Q drücken, um die Hochbahn zu starten oder zu stoppen. Ah, okay. Was haben wir hier? Poller. Q hat einen Poller zu... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Alter, die Maus, ne? Brücken, um städtische Brücken zu... Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Zusatzakku fehlt dann extra Energiefeld hinzu. Okay. Geldautomaten. Hackboost erhöht die Geldmenge, die durch Hacken... Ach... Alles so, alles einigermaßen nicht. Oh, ja, Kampf oder so, ich weiß nicht. Brauchen wir das jetzt schon noch? Also momentan habe ich keine Probleme damit. Die Polizei ist momentan auch noch nicht so habgierig, die uns verfolgen will, ne? Aber ich glaube, hier diese Brücken, die könnten mal nützlich sein. Fortschrittsbelohnung, Fortschrittsgrad öffnen. Ernsthaft? Okay. Hätte ich einen. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Dafür Chrome. Hoher Waffenschaden bei hoher Durchschlagskraft. Dieser Autorevolver ist ein Killer auf kurze Distanz. Okay. 10 Kriminelle über das Verbrechungserkennungssystem fangen, um die Waffe Chrome im Waffenrad freizuschalten. Was ist da oben? Vollstrecker. Okay, was ist das hier?
Ein Verbrecher Konvoi. Okay, was ist das? Ein fixen Auftrag. Offensiver Fahrer, ist klar. AK-47, okay. Ja, genau. Ach du Scheiße. Okay. Online auf. Ach Gott, online auch noch. Ja, genau. Das muss ich dann machen, wenn der Ubisoft-Dienst wieder zur Verfügung steht. Sammelbares, okay. Untersuchungen, Nebenmission, Hauptmission. Das kleine bisschen sind nur die Hauptmissionen hier. Ja, genau. Minispiele. Cash Run, Schach, Trinken, Poker, Hütchen. Alter Schwede. Hallöchen. Ernsthaft? Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Bist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich, du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz, ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Autoabruf. Ah, Autoaufruf. Ah, jetzt kriegen wir das erst. Wie man sich Fahrzeuge liefern lässt. Öffnen Sie Ihr Smartphone mit einer Mossa. Sehr geil. Wählen Sie die App Auto auf Abruf. Schalten Sie Fahrzeuge frei. Sie jetzt hier Listen fahren oder. Ach, nehmen Sie die fahren oder hacken. Okay. Kaufen Sie Fahrzeuge direkt im Autoabruf-App. Toll. Während Sie laufende Mission starten, das ist klar. Okay. Na ja, mein Süß, was macht ihr denn da? Junggruppenführer der Kirche. Na, na, na. Sollte man aber nicht machen, mein Freund. Sieht doch irgendwie cool aus. Lalalala. Vielleicht geile Musik, okay, aber ich sollte das vielleicht nicht hinterher abspielen. Bevor ich dann nicht über ihn drüber fahre, hinterher ist noch was. Alles klar. Ähnelt fast schon irgendwie so einem. Naja. Könnt ihr bitte abhauen? Dankeschön. Ah, stopp, warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind, hier oben ist doch. Hier ist doch irgendwo so ein. Stopp! Nicht umfahren! Nicht umfahren! Nicht umfahren! Ich meine, dass wir. Warte mal, kommen wir hier irgendwie rein? Weil ich wollte diesen Turm mal hier machen. Aber irgendwie. Kommt man denn da rein, bitte? Ich hätte da eine Theorie. Ich habe ja vorhin hier. Na? Wurde verhaftet, weil er einen Star gestalkt hat. Ernsthaft? Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Ja, so ein Klettäppchen wie bei Assassin's Creed, ja. Ah, gut, Ubisoft, ne? Hey. Lift bitte einmal hoch. So, ich muss da oben hoch. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich jetzt hier. Da. Da. Hier. So. Verbunden mit Switch-Konsole. Zumindest sperren die Quelle finden. Ah, guck mal, hier sieht man noch sowas. Aha, aha, aha. Das ist da hinten. Jetzt stellt sich mir nur gerade die Frage, wie komme ich da hin?
Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hinten? Remote-Profil aktiviert. Fixer Auftrag. Wegpunkt setzen. Wie weit ist die weg? Da hinten. Ich würde echt gerne wissen, wie ich da verdammt nochmal hinkomme. Scheiße. Kann ich da nicht höher? Nee, bei höher geht das nicht. Ach, das ist doch kacke. Mann. Oh, nee. Na, ist ja egal. Einmal rausch mal bitte hoch. Wollen wir rüber. Gehen wir nochmal zu dem Auftrag, bevor wir heute gar nichts machen. Sind es Drogen? Ist es Hypnose? Was ist dieser Hype? Was immer es ist, es beschäftigt die Nation. Gehen wir auf die Straße. Die Droge gilt bisher als völlig legal und auch ungefährlich. Ups, sorry. Ja, oh, Wahrnehmung der Umwelt und beeinflusst Stimmung und Intelligenz. Schon versucht? Ja, klar, das ist super. Und was für Dinge passieren da genau? Ja, klar, das ist super. Ich war in einer Riesenspinne. Es hält mich geistig total wach. Ich benutze es, wenn ich für eine Klausur lerne. Und ich hatte keine komischen Trips, so wie einige andere. Macht Spaß, ja. Ich konnte an der Wand eines Hauses hochklettern. Halten Sie die Droge für ungefährlich? Natürlich, nichts Besonderes. Ist völlig sicher. Sie half mir beim Rauchen aufhören. Es gibt keine Beweise dafür, dass es schädlich ist, aber es ist noch zu früh, um die Nebenwirkungen dieser neuen Modedroge abzuschätzen. Ach, nein. Kommen Sie. Schon mal was vom Placebo gehört? Oder vielleicht benutzen die Leute das in Kombination mit echten Drogen? Lächerlich. Die beliebtesten Versionen wurden von dem Performance-Künstler Emperor Rat aus Chicago entwickelt. Das ist echt toll. Total cool. Klingt nach einem Mordstrip. Ins Studio. Systemschlüssel. Lalalala. Zack. Muss ich dahin laufen, oder was? Jo. Ich suche einen aufgegebenen Fluchtwagen. Die Cops werden auch danach suchen. Ich sollte Schleichwege und Seitenstraßen benutzen. Oh Gott, diese Musik nebenbei. Hoffentlich ist die nicht auch noch GEMA geschützt. Das wüsste ich aber. An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Upsala. Okay, da wollte ich ein bisschen zu viel. Hab ich mehr. Alter, bist du durch? Fuck, Scheiße. Fuck. Okay, wenn wir für ein heiles Auto bezahlt werden, das wird schon nicht passieren. Ich kann für nichts garantieren. Fahren Sie rechts ran. Alter, was text du dich bitte? Oh, Baum wird mitgenommen. So, jetzt muss man nämlich erstmal. Hoppala. Alter, wo fahr ich hin? Ich hab irgendwie das Gefühl, sich ja. Weg, verdammt! Also, der Wagen ist hinüber. Schon mal allererste Mal super. Das läuft ja ass rein.
Wenn man irgendwo eine Brücke oder sowas? Oh la la la, oh la la, oh la, oh la. Scheiße. Ah, der Wagen ist gleich tierisch im Arsch. Was ist das für ein Kreis, der sich da ausbreitet? Der gefällt mir nicht. Also ich werde definitiv den nächsten mit Controller spielen, weil das ist ja... Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Hier spricht die Polizei. Wuhuhu! An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Verdächtige in Reichweite. Das ist doch echt schlechter Scherz jetzt, ne? Okay, die Karre ist schon gar nicht mehr steuerbar. Keine Chance, dass er uns entkommt. Verdächtiger aus der Sicht. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ich habe nicht mal wirklich Zeit zu gucken, wie die Ampeln gerade geschaltet sind, deswegen mache ich einfach mal alle. Ach, der Akku ist alle. Ja, ich sollte vielleicht nicht immer so machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, meine lieben Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Mission nochmal neu gestartet habe, weil ich glaube, das war nicht so ganz optimal. Und wir haben uns schon in der Zeit ziemlich vorangeschritten und ich werde jetzt auch mal langsam gleich meine Controller anschließen, weil das ist langsam peinlich. Wir sehen uns wieder in der dritten Folge. Bis dahin, in der vierten, irgendwas. Bis gleich. Tschüss.